Hi, da bin ich wieder, die Mia. Heute habe ich meinen Vater bei mir zu Besuch. Kaffee trinken, quatschen und so weiter. Er schaut ja inzwischen sogar auch meine Tipps bei YouTube. Und was soll ich sagen, er hat sogar selber einen Tipp mitgebracht. Family Business sozusagen. Warum eine Hausratversicherung so wichtig ist und was die mit Strom zu tun hat, das erfahrt ihr in diesem Video. Vorher solltet ihr aber schnell noch die Glocke aktivieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Hallo Papa. Hallo Mia. Du hast einen Tipp mitgebracht, aber erzähl doch erstmal, was vor ein paar Jahren passiert ist und welche Lehren du daraus gezogen hast. Ja, gerne. Fangen wir mal so an. Hast du eine Hausratversicherung? Hausratversicherung? Nee. Wozu das? Naja, falls in deiner Wohnung mal irgendwas passiert. So wie damals bei uns in der Küche. In der Küche? Du meinst den Wasserschaden? Ja, oh Gott, ja. Das war ein riesengroßer Mist. Aber am Ende haben deine Mutter und ich eine ganze Menge gelernt. Ich habe die Waschmaschine damals selber angeschlossen. Und das war eigentlich schon gar nicht so gut. Denn wir wissen gar nicht genau, was passiert ist, aber bei irgendeiner Ladung Wäsche ist das ganze Wasser aus der Maschine herausgelaufen. Ja, stimmt. Die ganze Küche stand unter Wasser, oder? Ich glaube, ihr habt den Küchentisch sogar entsorgen müssen. Ja, aber das war ja noch gar nicht das Schlimmste. Als wir alles aufgewischt hatten, haben wir festgestellt, dass das Wasser in den Boden gesickert ist und die Wände hoch. Und da mussten wir so ein riesiges Raumtrocknungsgerät holen. Und das lief über ein paar Tage. Und das war höllisch laut und hat tierisch viel Strom verbraucht. Vielleicht erinnerst du dich noch daran, dass wir ein paar Tage lang nachts einen Höllenlärm in der Wohnung hatten. Stimmt, ich konnte überhaupt nicht schlafen in meinem Zimmer. Ja, aber nachdem alles wieder trocken war, war ja alles okay. Dachten wir. War es nicht? Naja, schon. Aber wir hatten damals noch keine Hausratversicherung abgeschlossen und wir mussten alles aus eigener Tasche bezahlen. Und wenn das alles hier passiert wäre, wäre das Wasser vielleicht in die Wohnung darunter gelaufen. Deshalb ist es so wichtig, zusätzlich eine Haftpflichtversicherung abzuschließen. Denn wenn ein Dritter zu Schaden kommt, brauchst du die. Sonst musst du alles aus eigener Tasche bezahlen. Ja, okay, das leuchtet ein. Du hast doch neulich ein Video über Abstiege geteilt. Ja. Wegen des hohen Stromverbrauchs hat natürlich der Stromanbieter unseren monatlichen Abschlag nach oben gesetzt. Aber war nicht so schlimm. Wir haben mit denen gesprochen, alles erklärt und dann haben die den noch wieder runtergesenkt. Aber hätte man sich dennoch sparen können. Ja, allerdings. Deswegen haben wir heute folgende Tipps für euch. Lasst eure elektrischen Geräte lieber gleich vom Fachpersonal anschließen. Unbedingt Versicherungen abschließen, denn Unfälle können immer mal passieren. Eine Haftpflichtversicherung ist am wichtigsten, wenn Dritte beteiligt sind. Und eine Hausratversicherung braucht ihr zum Beispiel für Wasserschäden. Apropos Wasserschaden, solltet ihr mal eine haben und über einen begrenzten Zeitraum einen höheren Stromverbrauch, dann meldet das lieber gleich euren Stromanbieter, damit ihr keine höheren Abschläge bezahlen müsst. Also, Zählerstände ablesen, vor und nach der Trocknung. Und meldet sie eurem Stromanbieter. So könnt ihr die Abschläge des restlichen Jahres anpassen lassen und habt am Ende des Jahres keine hohe Nachzahlung. Und die Versicherung braucht den Zählerstand auch, damit sie euch die Stromrechnung für die Trocknung bezahlen können. Ich hoffe, diese Tipps helfen euch für die Zukunft. Und wenn ihr mehr solcher Lifehacks haben wollt, dann folgt mir doch einfach. Ich freue mich schon auf das nächste Video. Bis dahin, ciao, eure Mia.